Moin Moin und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Und wir machen uns heute weiter auf den Weg, um Dr. Emmerich zu retten, also Huey für die Leute, die ihn noch persönlich kennen. Und mal sehen, ich habe mir überhaupt keine richtige Markierung hier gesetzt. Denk mal, ja, da ist eine coole Markierung, das wird man irgendwie finden. Och, das ist auch gar nicht mehr so weit weg hier. Sind wir schon ziemlich nah dran. Wir haben ja in der letzten Folge hier einfach mal ein bisschen wieder die afghanische Wildnis durchquert. Und drei Außenposten vollkommen ausgeräuchert. Also was heißt ausgeräuchert? Also alle Leute betäubt. Und gefultend obendrein noch, um einfach ein bisschen mehr Personal zu bekommen. Und jetzt machen wir uns erstmal weiter, um die Basis hier zu infiltrieren. Und wir sehen auch schon, wir sind im Missionsgebiet eingegriffen. Das hier ist eine Nebenmission und ich finde es ein bisschen schade, dass nicht alle Hauptmissionen gleich so gemacht worden sind. Aber naja gut, da kann man dann etwas weniger Geschichte erzählen. Oder auch doch, ich weiß es nicht. Aber es wäre einfach, also für alle Spiele wäre es einfach wesentlich geiler hier, wenn man einfach irgendwo in einem Gebiet eintrifft und dann heißt es los, macht die Mission. Ich meine, hier im Spiel ist es halt für alle Nebenmissionen so, dass wir, ja gut, die wollte ich eigentlich nicht haben, aber dass wir bei jeder Nebenmission halt einfach hier rankommen können in das Gebiet und sobald wir in dem Gebiet sind, geht es dann auch schon los. Ich finde, das ist einigermaßen ruhig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die noch alle betäuben und fulten soll. Ehrlich gesagt. You made it to Surratt Power Plant. Emmerich should be beyond the gate at the northern edge of the facility. We have no idea what he's doing back there. But let's go find out. Okay, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Sollte aber zuerst den da oben ausschalten. Und wenn ich den da unten ausschalte, wird da oben das bemerken. So, da oben wird jetzt keine Probleme mehr machen. Wird gleich einschlafen. Und da unten hoffentlich auch. Zwei Schüsse müssen genügen. Ist ein bisschen sparsam mit dem Schalldämpfer sein. Oh fuck, der hat mich noch gesehen, aber schläft jetzt. Wunderbar. Hier sieht alles einigermaßen ruhig aus. Analysis complete. Ah, und da hinten sehen wir auch schon, da an der Tür müssen wir hin. Okay, das ist natürlich relativ einfach. Ja, so ein bisschen Angst, dass von da hinten gleich irgendwie jemand über die Ecke, aber da vorne ist ein Zaun, da können wir ja eigentlich schlecht durchgucken. So, jetzt gucken wir uns nochmal da hinten die Ecke an. Sieht auch so ruhig aus. Sieht alles so ruhig aus, ich mag das nicht, wenn das so ruhig ist. Ah, da hinten ist noch wer. Analysis complete. Auch gemacht. Dann fangen wir da andere. Da ist ungefähr. Ja, sind so viele. Fragen einfach den Typen mal hier vorne, ob der noch weiß, wo jemand rumsteht. Der weiß bestimmt noch irgendwas. So, und ja, toll, der wusste gar nichts. Willst du mich verarschen? Also ich meine, er wird uns sagen, dass er nichts weiß, wenn er auch nichts mehr Neues weiß für uns. Aber hier sind doch so viele Soldaten. Gut, unter jeder Ecke stehen. Roger that. Ja, hinter jeder Ecke. Da haben wir den nächsten. Analysis complete. Oh, Junge. Na ja gut, der wird von alleine einschlafen, da muss ich mich jetzt nicht mehr groß kümmern. Hier vorne können wir da irgendwie aufs Dach hinauf hier. Ja, tatsächlich. So, ich finde nur einigermaßen so und der da vorne schläft auch wunderbar. Weil wir können auch den hier nochmal fragen, ob der nicht irgendwas weiß. So, aber auch er will uns nichts erzählen. Warum wollen die uns alle nichts erzählen? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Müssen doch noch Soldaten rumstehen. Mein Informationsteam hat mir gesagt, dass hier wesentlich mehr Leute rumstehen. Ich glaube euch nicht. You gotta extract him. Sehen. So, ich markiere mir einfach mal die Punkte, wo wir rumlaufen sollen angeblich. Sehen da vorne bei A, ja gut, da haben wir auch ein schlechtes Sichtfeld hin. Und da hinten bei B und C ebenfalls. Na, den bei C haben wir schon mal. Analysis zwei Stück. Complete. Wunderbar. War das auch der bei B? Oh, ich wollte gerade sagen, der kam euch verdächtig nahe. Und jetzt schläft er. Wunderbar. So, bleibe ich mal lieber im Schatten. Typ
auf der Straße könnten wir gleich mal holen. Ah, und der hat uns auch schon wieder entdeckt. Wir hören es auch an der Musik. Scheiße, und ich habe keinen Nachschub mehr. Supplies requested. Ach so, der schläft schon. Ja, noch besser. Noch besser. Oh fuck, jetzt haben wir hier eine Bierflasche. Kleiner Säufer hier, ey. Der hat seine Flasche wahrscheinlich fallen lassen eben gerade, ey. Ja, klar, du weißt natürlich wieder auch von gar nichts. Das ist mir schon klar, jetzt haben wir noch ein bisschen Betäubungsmunition. Was natürlich auch ganz praktisch ist. Können wir sehen, hier drin. Ist zumindest noch Brennstoff, immerhin etwas. So, den da drüben, den wir nicht gesehen hatten, den haben wir jetzt auch ausgeschaltet. Sprich, eigentlich dürfte nur noch hier hinten bei B irgendjemand sein. Und mal sehen, wenn wir das jetzt einigermaßen bleach machen, sollte uns dann jemand entdecken hier. Schon mal kurz hinten zu B rüber. Ah! Und da sehe ich ihn noch auf. Wunderbar, dann können wir uns nämlich alle Punkte mal wegnehmen hier. Den Punkt nerven nachher irgendwo, wenn wir die im Sichtfeld haben. Ist immer ein bisschen unschön. So, wo bist du? Wo sind deine Freunde? Wo ist mein Heroismus? Dankeschön. Und weg mit dir. So, wir laufen jetzt einfach mal durch die Ölfelder hier. Ich hoffe, hier sind keinerlei Gegner. Aber es sieht einigermaßen gut aus. Wird uns nicht sehen, der da rechts könnte uns sehen. Und wir haben natürlich unsere Betäubungssniper noch nicht mit. Die werden natürlich jetzt drei praktisch. So, ist mir klar, dass du nichts mehr weißt. Aber oh, nice. Ja, sehr schön. Dann haben wir einen Schuss gesetzt. Das wird ehrlich gesagt reichen. Dann setzen wir auch bei dir noch mal einen Schuss. Oh, komm. Was soll denn der Scheiß? Willst du nicht von uns? So, geht doch. Jetzt sagt er natürlich, was ist los? Hö, bla. Kommt rüber. Aber da haben wir ihn schon. Und mittendrin Schuss schläft auch ein. Zack. Wir wechseln nochmal. Ah, den haben wir jetzt nicht da oben abgefangen. Wo will der hin? Das ist die Frage. So, mein Freund, jetzt mach dich mal auf den Weg. Ankommen müssen wir nämlich eh nicht mehr. Damit haben wir eigentlich auch jeden hier ausgeschaltet, zumindest laut unserem Eindruck. Ach ja, bis auf den einen dahin. Development complete. Okay, dann laufen wir einfach schnell hier erstmal hoch. Und dann holen die anderen Leute. Und ich habe gesehen, wir haben gerade gehört, wir haben irgendwas abgeschlossen hier in der Entwicklung. Ich habe es leider nicht gelesen, weil ich nicht drauf aufgepasst habe. Oh, cool. Und wir haben eine Kassette hier erhalten. Sehr schön. Oh, und hier ist noch ein Funkgerät. Das könnte man ja mal nebenbei kaputt machen, wenn wir schon mal hier sind. Denn wenn wir jetzt nicht so sauber gearbeitet hätten, wie wir es heute getan haben, dann hätten die Gegner Alarm geholt und auch noch Verstärkung aus anderen Außenposten. Was sie allerdings nicht tun können, wenn wir das Funkgerät oder die Funkanlage hier zerstört haben. So, wenn wir das jetzt von hier schaffen, dann bin ich König, ey. Oh, ja. Sauber. Gut, wer wird einschlafen, da muss ich mich gar nicht mehr drum kümmern. Da sehen wir es. Und der Außenposten wurde erobert. Sehr schön. Da haben wir nochmal 300 Heroismus dazu bekommen. Sollen wir uns machen die letzten drei hier auf. Da vorne ist noch das die Luftabwehrstellung hier. Die können wir auch gleich noch kaputt machen. So, hallo. Subject on board. Leave the rest to us. Und dann noch einmal dich hinterher. Und also es sieht vielleicht jetzt ein bisschen doof aus. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht immer so gut pflegen wie jetzt gerade hier. Dass ich die Leute immer nochmal aufwecke und ausfrage. Aufwecke, überfalle und dann ausfrage.
Hat aber, wie gesagt, einfach den Vorteil, dass wir noch ein bisschen Heroismus bekommen. Und die Soldaten, wie gesagt, die wir bekommen, die verbessern sich durch unseren Heroismus. Und wir machen jetzt einmal Peng. Sehr schön. Und das Schöne ist, wir haben halt nicht nur ihre Luftabwehr, sondern auch die Kommunikation gleich mit zerstört, jetzt mit dem C4. Und damit den letzten Soldaten rausgeholt und dann machen wir uns endlich mal zu unserem Ziel hier. Extraction arrived at Mother Base. You gotta extract him. Is mine now. Listen, I may dwell in the dark, but I refuse to be judged by your standards, traitor. I hope your friends give you what's coming. Take him to the base. Yes, sir. Transporting Emmerich to the base camp and returning to base. We're shutting down. All units, strike camp and clear out. We still have use for him. Okay, das hat ja nicht ganz so wirklich geklappt, jetzt mit Huey Kontakt aufzunehmen. Der, ja, scheinbar haben sie schon mitbekommen, also Skyface und seine Leute, dass Huey bereits, naja, sie verraten wollte und wieder zu uns zurück wollte. Aber ehrlich gesagt, wegen Huey haben wir die ganze Scheiße erst hier. Und, ja. That man is your extraction target, Emmerich. The weapon system that disappeared into that cave, and the man who was with it. The map has been updated. Emmerich must know something about what's going on.
the Soviet base camp. I've marked it on the map. Make your way to that base camp. The map has been updated. No good, boss. Attacking like that won't cut it. Toy. Aim somewhere else. Or change to a different weapon. Wunderbar, der schläft ein. Können wir das eventuell als Ablenkung verwenden? Ich hoffe nur, dass hier sonst niemand steht. So, ganz ruhig hier, mein Freund. Ganz ruhig, der Sonne und das Licht. Wo sind deine Freunde? Habe ich nicht runtergehen gesagt, Alter? Meine Fresse, hör doch mal auf mich. Junge, Junge, Junge. Immer diese ungehorsamen Soldaten. Ja gut, die kann ich hier tatsächlich gerade etwas schlecht füllen. Das sehe ich auch ein. Dann werfen wir die einfach irgendwo mal hier hin, wo wir sie füllen können. Meine Güte. So. Raus, nur wir sehen, da vorne liegt noch irgendwie eine wichtige Information. Die nehmen wir uns am besten einfach mal mit. Außerdem finde ich den Hangar hier ganz schön cool, was sie hier gebaut haben. Und ich glaube nicht, dass wir die Tür da hinten aufmachen können. Obwohl wir da eben gerade schon den Metal Gear hier gesehen haben. Und ich finde das immer so lustig, dass in allen Metal Gear Solid Spielen so, dass das, ja, man erstmal den Metal Gear kennenlernt, ihn erstmal sieht und dann, ja, herausbekommt, was die Leute damit vorhaben. Und irgendwann wird man dann losgeschickt, um ihn zu zerstören, obwohl man vorher schon ungefähr 50 Mal die Gelegenheit hätte, wie halt gerade jetzt. Roger that. Und ich höre da draußen irgendwie einen Hubschrauber und das ist wahrscheinlich nicht meiner. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Wir nehmen einfach erstmal die Information hier mit. Mal gucken, was wir hier Schönes finden. Ach, wie geil ist das denn? Okay, auf dem Intel-File stand direkt drauf, dass, wo genau Huey festgehalten wird. Wir hätten jetzt sonst nur den allgemeinen Außenposten irgendwie in Erfahrung gebracht. Oh, wir sehen, es ist mittlerweile abends geworden. Oh, ich wollte gerade sagen, und wir haben ja auf dem Hinblick hier alle Leute. Oh, gut, ja, super. Aber ein Sandsturm kommt an. Was natürlich sehr praktisch ist. Da vorne ist ein Helikopter. Und der steht da so auf der Landezone, als ob er da irgendjemand abliefern will oder wo. Analysis complete. So, mal sehen. Das Ding ist einfach, während hier gleich der Sandsturm losgeht. Und da sehen wir auch schon, dass der Sandsturm schon ankommt. Oder? Ja, der Sandsturm, der reißt langsam auf. Und jetzt, wo er da ist, können wir uns hier auch einigermaßen bewegen, damit wir es nicht mehr sehen. Aber wir haben jetzt natürlich das Problem, wir müssen hier irgendwie durchkommen. Wir haben keinen Plan, wo der nächste ist. Deswegen bleibe ich mal lieber bei einem Sturmgewehr. Das hätte jetzt gerade mies in die Hose gehen können. Schnell reagiert zum Glück. So, da vorne ist der ein Spezialist. Bin ja mal gespannt. Ja gut, aber da wir gerade eh niemanden folgen können hier bei dem Wetter. Das wäre natürlich reiner Schwachsinn. Können wir die Leute auch einfach umgehen? Oh scheiße, und wir hören gerade, das Wetter wird gleich ein bisschen aufklären. Das heißt, wir sollten uns vielleicht beeilen, hier irgendwie rauszukommen aus dem Gebiet. Ich hoffe, wir laufen überhaupt richtig. Ich habe gerade keinen Plan eigentlich. Scheiße, und damit haben wir wirklich einen Alarm ausgelöst. Oh fuck. Und der Helikopter ist hinter uns her. Oh scheiße. Der wird uns hier doch.
doch auf. Oh, fuck. Das war's leider auch schon wieder für heute mit Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video und abonniert den Kanal. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann guckt euch doch noch eins meiner anderen Videos an. In dem Sinne einfach nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.